willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Deluxe mit der Asta, dem Uwe, dem Toledo, dem Paul, dem Micha, dem Mord Micha, dem Manni, dem Lukas, dem Lars, dem Florian, dem Flo, dem Mike, wunderschön. Hallo. 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 Ein wunderschön. Servus. Ey, 13 Leute, ne? So viele waren wir lange nicht mehr, oder? Also 10 haben wir öfter mal geschafft, das ist okay, aber so 13 finde ich schon mal ist nochmal eine neue Hausnummer. Nee, ich auch, so musst du doch dreimal atmen, wa? Ich häcksel doch, du musst doch nicht hier aufsammeln. Hast du nicht zugehört? Ja. Nein, hat er nicht. Hör auf zu sammeln. Wo meine denn? Prügelt euch beide. Hör mal, du musst immer fragen mit Pommes und Salat. Nein, muss er nicht. Mit Fritten. Nein. Die alten Kamellen gräbst du wieder aus. Die alten, hör mal, so alt bist du noch gar nicht, du Kamelle. Kamelle. Wir kamelen dir auch gleich ein. Da freue ich mich drauf. Oh. Weiß ich nicht, wäre ich mir nicht so sicher. Wie viel Kamele bist du denn wert? Nein. Ein halbes. Aber das auch nur noch Knochen, den Rest der ist schon verwertet. Zwei Büschel Kamelfell. Sag mal, Uwe, gibst du den Kleinen dann auch Pommes mit? Uwe, mit da ist Salat? Schon fertig. Ja, vielleicht sollte ich für den Kleinen nochmal so Nuggets besorgen, ja, so Chicken Nuggets oder sowas, ne, statt einen Burger. Aber bitte in Dino-Form. Ja. Und nur die Sechser, weil das sonst nicht zu viel. Genau. Wow. Und eine Apfeltasche danach. Und anstatt Pommes bitte Smileys. Ja, die guten Apfelspalten. Das wird jetzt aber ganz schön viele extra Würste für den Kleinen, oder? Ey, es hat jetzt auch der Kleine. Wer braucht das? Okay, zur Not kriegt er einfach nur einen Zwiebelring. Oh, wow. Hätte ich auch gekriegt. Aber nur einen. Naja, also mit einem Zwiebelring meine ich jetzt eine wirkliche Zwiebel, ne? Einfach nur in Scheiben geschnitten. Also. Sorry, für alle, die jetzt dachten, ich meine einen wirklichen Zwiebelring. Ich hab Bock auf Zwiebelringe. Du hast doch gerade erst das Brotchip-Silo angebaut. Ja, jetzt brauchen wir noch ein Zwiebelring. Nicknacks haben im Moment Lieferprobleme, ne? Ja, das ist echt scheiße. Chris kriegt keinen Tanker, ne? Ja, das, ich weiß nicht, irgendwie. Lars, wehe dir, es gibt am 25. keine Nicknacks. Ja, vertraut mir, alles gut. Lars, es tut mir leid, ich würde dir ja Nicknacks vorbeibringen, aber ich fahre leider Schubboden, ich kann leider nicht ausblasen. Dann muss das alles mit der Handkurve da hochdrehen. Ist okay. Mit so einer Förderschnecke. Ich habe eine Schnecke bei mir im Ding, ich habe die Schnecke, weil das Silo auch noch oldschool läuft. Okay. Ja. Ja, dann könnte ich kurz bei Balsen vorbei von Nicknacks abholen. Mach das. Einmal voll machen, dann Alter, aber ich glaube, von deinem LKW will ich keine Nicknacks haben. Bring ich dir wieder 23 Tonnen. Du, das ist ja kein Problem. Ich kann den vorher sauber machen, das ist ja easy. Kein Ding. Hühnermist und Nicknacks. Der Hähnchen ist ja schon lange her, dass ich den gefahren habe. Naja, du weißt, was ich meine. Ja. Aber, Mike, fährst du mit VCA? Ja. Jetzt schmeiß mal raus, was für eine Größe hast denn du? Toledo, Manni, geht er. 9 Meter. Geht es nur mal gerade, dass der Micha das wegpresst? 9 Meter ist deine Größe, der Mann. Da hast du den Korbett zum Aufrollen, oder? Ihr habt einen richtig großen. Gut, okay. Ich habe da noch mal ein interessantes Thema vorhin gelesen. Ne? Der ein oder andere wird sich an die Marke erinnern. Hey. An die wunderschöne Novak aus dem LS19. Ja. Habe ich vorhin gelesen, das müsste ein französisches Unternehmen sein. War. Die waren französisch, aber die legen jetzt ihren Hauptstandort nach Deutschland. Ja, genau, in meiner Heimatstadt, nach Hannover. Aber auch nur den Hauptstandort für Vertrieb und Kundendienst, ne? Ich glaube auch ein bisschen TE, also Forschung und Entwicklung. Habe ich vorhin gelesen, fand ich sehr, sehr spannend, genau. Ich bin voll. Umziehen quasi. Fahrer. Manni, wir müssen vorziehen. Mare, ich hab schon gesehen. Mich hat den Flo bei Agra heute, glaube ich, oder Agra Online gelesen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Seite heißt. Agra heute heißen die. Ja. Hat dir das dein Microsoft-Feed, dein Google-Feed gesagt? Was?
Wie was? Ne, ich hab's vorhin in meinen Google News gesehen. Mal weiter! Deswegen hat's mir mein Google Feed quasi im Newsfeed gesagt, dass die umziehen. Irgendeiner hat einen Vogel. Ja. Da ist noch einer. Ich habe ganz viel, hab ich ja gesagt. Es ist aber auch krass, ne? wie hell das jetzt mittlerweile abends noch ist. Und natürlich sind dann auch noch die ganzen Vögel und sowas aktiv, ne? Oh. Ja. Was meinst du, wie ich mich teilweise abends fühle? Ich leg mich ins Bett, will pennen, guck so aus dem Fenster, irgendwie Mann, noch so halb bei Sonnenuntergang, guck auf Uhr, Viertel nach 10, Viertel nach 11. Okay. Jetzt mal blöd gesagt, ich habe einen Seitenschwader. Macht es Sinn, dass nochmal vielleicht jemand dem Lars Abfahrer hilft? Ich bin fast fertig, ich hole gleich. Ich bin fertig, ich komme. Also irgendjemand mit einem anderen Schlepper muss auch den Ballenwagen übernehmen, weil das taugt nichts. Ich quäl mich hier so ab. Ich ja, der Uwe kann jetzt theoretisch die Mähwerke abstellen. Ja, ich fahr zurück zum Hof, gucken, schnapp mir einen Anhänger, dass der Larsi noch einen Abfahrer kriegt. Ja, Toledo, willst du sonst hier machen? Dann fahr ich zum Larsi. Nee, ich fahr jetzt schon, bin schon auf dem Weg. Okay. Oh, Leute streiten sich um mich, ich werde verrückt. Ach, um Gottes Willen, Alter. Eigentlich streiten wir uns nur um die Arbeit, aber bild dir darauf nichts ein. Ja, halt nicht so, lass mich halt in dem glauben. Ja, ja, nee, das ist wie wenn du mit Kindern Gassi gehst mit so einem Hund und jeder will den Hund halten. Ja. Kann sich aber nur um Stunden handeln, Larsi. Oh, hier ist ein Zaun. Wo müssen danach die Ballen denn eigentlich hin? Zur 53 da hoch. So sieht das zumindest bei mir auf der Karte aus, weil da ein riesen Ausrufezeichen ist. Ja, zum Beispiel. Oh nein, da kommt ein Küken. Ach du Heilige. Ach Gott. Wer hat das Küken aus dem Stall gelassen? Boah, ich muss da auf jeden Fall noch hinfahren, ne? Ich finde keinen, der das übernimmt, oder? So wollte ich sehen. Boah, die Strecke ist arschweit, alter Falter. Ja, frag mal Micha, der hat's letzte Woche auch nicht besser gehabt, ne? Nee, ich bin zweimal gefahren. Ja, zweimal, das wäre ja schön. Sag mal, habt ihr eigentlich vor, hier oben die Hälfte mal liegen zu lassen, oder? Du nicht so oft fahren musst, Uwe, die denken mit. Sehr gut. Jetzt wackel doch nicht mit deinem Rohr immer so hier. Du bist ganz himmelig. Halt mal ein bisschen weiter zurück, du stehst natürlich voll auf Anschlag. Alter, was ist los mit euch? Frag besser nicht. Einfach ignorieren. Genau. Zwei Spezialisten am Häckseln. Lass mich weiter zurückfallen und du musst immer noch hier ganz himmelig. Also ich, bei mir läuft alles einwandfrei. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Komisch. Wo ist denn der Schwader hin? Braucht ihr ihn? Den hab ich gerade. Nee, der Schwader ist Schwader oben. Auf 42. Er hat einmal gerade ringsrum geschwadert. Braucht ihr da oben auch einen Schwader, einen zweiten Schwader? Nee. Ich hab gehört, der Nachbar hat mir erlaubt, durch sein geflügtes Feld zu fahren. Aha. Fake News. Fake News. Ich habe gehört, wir könnten hier ein wunderbares AD-Netz aufbauen. Ich kann dir eins geben. Wollte gerade sagen, für die Rostock gibt es bestimmt ein fertiges. Ich glaube, ich habe es sogar schon gefunden gehabt. Mehr als eins. Also der Ivan vom Autodrive-Team hat eins eingefahren, der Holger hat eins eingefahren. Dann bin ich für den Ivan. Nee, das war Holger ist besser, weil er komplett alles... Mit also Holger hat halt übertrieben und hat alles eingefahren, inklusive Parkplätze, inklusive Fahrsiebes und sonst was. Das ist umfangreicher als das von mir. Okay. Ja, weil auf der NF Marsch, zumindest im 19er, war das vom Holger nicht so dolle. Doch, das passt alles. Ich hatte damit nicht so tolle Erfahrung. Doch. Ja, du, jeder lernt dazu, das musst du dazu sagen, ja. Naja. Der El Matador, der fährt unheimlich gute... Kurse ein. Der fährt ja für Hof Bergmann zum Beispiel auch die ganzen Dinger ein für LSFM.
2%. Voll. Ja, es gibt da viele Tipps und Hinweise. Also unser Holger zum Beispiel fährt nicht ein. Das ist auch bei ihm, ich sag mal, ein großer Vorteil, dass die halt nicht eingefahren sind, sondern dass die gemalt sind. Also alles, was du am Hof siehst, es wird dann wirklich mit der Maus Punkte generiert und verbunden. Und demnach ist es natürlich unglaublich sauber, weil da halt keine Punkte sind, die da irgendwie zwischendrin rumfuchteln oder die zu viel wären oder sonst was. Sondern die Punkte, die es braucht, sind da, aber ordentlich und strukturiert. Und wenn du das Streckennetz einblendest, dann siehst du halt auch gleich, was Phase ist und hast ja nicht volles Wirrwarr, wie manchmal. Gab ja auch zumindest im 19er diese Java-Applikation oder was, mit dem du dieses Netz durch das Einladen des Mods halt frei zeichnen konntest komplett. Das kannst du jetzt so frei zeichnen, das kann jetzt Autodrive selbst, deswegen ist dieser Curse Creator vollkommen überflüssig geworden. Dann habe ich jetzt eine Frage, weil ich glaube, die Fahrsilos auf der Landersoma hast du bei uns angelegt, ne? Ja. Die waren ja nicht da. Hast du die gemalt oder eingefahren? Teils. Okay. Also alles, was so gerade Strecken sind, gerade in den Silos, da wird dann taktiert, wie viele Bahnen kriege ich nebeneinander. Und das meistens mit VCA. Du stellst dich da ins Silo mit VCA und sagst dann, fängst mal an mit 3 Metern und guckst mal, wie oft passt diese 3 Meter ins Fahrsilo und wie passt das mit dem Trailer hinten dran. Und auch wie, wenn der mal ablädt, ist 3 Meter eigentlich, 3 Meter auseinander ist schon viel. Ja, das ist schon breit, weil er legt ja nicht einen 3 Meter breiten Teppich ab. Alter. Zumindest die Kipper tun es nicht. Alter. Was los, 491 Lukas? Euro auf Feld 37, Ballen pressen, wickeln, Silageballen, 491. Kennst du Feld 37? 1000. Wo darf's hin? 52 Hektar habe ich, kenne ich. Also ich habe die Mission schon mehrfach gemacht, die Frage ist, wo muss hin? Ballenverkauf Animal Trader. Da sehe ich doch Uwe drin, in der Mission. Ich sehe mich da auch drin, doch. Ja, vor allem, es ist gar nicht mal so weit eigentlich. Also direkt neben dem Händler ist der Ballenverkauf. Ich habe keine Ahnung, wo die Mission, wo die... Die 37 ist ganz rechts unten. Ja, kleines Feld, ne? Also das ist auf jeden Fall so eine Winteraktion jetzt, weil, sind wir ehrlich, es ist Oktober, November, Dezember kommt dann innen noch Seen, also los geht's. Euer frei, Uwe. Nehmen Sie an. Ja, ich hab gerade die Mission nicht auf, also wenn... Mit oder ohne Geräte? Ja, mit. Was fährst du? Gerät ausleihen. Hab was? Bitte? Ich was fährst du? 11. Uppala, ich glaube, da waren sie gerade. Ihr könnt auch auf der 4 den Maisland machen. Ja, wir haben nur ein Pickup. Das wird nix. Hier ist ja, ein bisschen Maschine dabei. Das ist eine Mission. Kannst du Drescher so mitmieten. So. Ah, okay. Aber es ist klein, Feld 4. Ich suche es gerade noch. Das ist das ganz große. Ach, cool, da! Ach du Heilige! Das ist das, wo wir waren auf dem im Stream. Sag doch das. Das Streamfeld. Ja, genau. Da möchte der Mais abgemacht werden. 177.000. Mhm. Ich bin auch auf Feld 9. Ich bin auch ein bisschen beschäftigt mit Flügeln. Ich will da weitermachen. Ja, bei Feld 9 sehe ich Astra. Ja, also leider, Feld 9, leider noch beschäftigt. Leider muss sie noch ein Feld fertig fliegen. Aber also mit dem richtigen Roder würde ich da auch unterwegs sein. Auf Feld 9. Damit keine Probleme. Die Frage, wo es hin müsste. Wenn die Eimer quer in die Map. Du hast den großen Puma. Ja, ich meine jetzt an das Harvester-Pack. Schön mit Bunker und ein bisschen flotter unterwegs. Damit macht das mit Sicherheit Spaß. Du musst da meist Körner runterholen. Ah, gut, ja, nee. Nee, dann, warte, dann Feld 9 war noch Erdbrücht, bisschen... oder nicht? Ja, ja. Ach so, ja, klar. Feld 9 war ein Erdbrücht, da habe ich doch aber gehört. Aber das muss ja, genau, auch direkt über Feld 9 abgegeben werden. Also, ja, wie ein Landhandel ist das.
Gar nicht so verkehrt. Kannst du direkt mit dem Roder immer abladen fahren? Ja, kannst du eigentlich mit dem Roder umabladen. Das ist direkt oben drüber. Die Abladestation. Also passt nicht. Ist nicht schlecht, die Mission. Tut mir leid, ich habe gerade schon, glaube ich, Gras gewonnen. 1 Million Bunkerkapazität. Uwe, möchtest du schwaden, dann mähe ich diesmal. Hallo, was? Ich muss hier noch ein paar Ballen holen. Achso, du bist noch am Ballen fahren. Ich würde also mich anmelden, um die 37 zu mähen. Ja, hast du mit? Du müsst kurz stehen bleiben. Ich komme nicht schneller. Mit. Weil das Gras ist verloren, wenn du da drüber fährst und es nicht ablädt. Die Frage ist, haben wir 2 okay. BKM? Nein. Nö, wir haben dann den Fast Track gleich da von der anderen Mission. Aha. Mit den Mähwerken. Kann ja auch 10 Meter. Was gibt's denn für Geräte zu dieser Mission? Was hast du zugegriffen? Wo ist der Händler? Muss beim Händler stehen, ne? Okay, lass uns da morgen drüber sprechen. Lass uns erstmal jetzt hier für heute den Cut machen. Dann hoffentlich komme ich morgen auch zur Mission dazu. Wir werden es sehen. Wie immer, liebe Leute, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Lars, geh ein Däumchen nach oben da. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Yo, ciao.